Willkommen zu Rudolfs Technikratgeber. So, schauen Sie sich das an. Das sind wieder Lautsprecher von Auvisio in einem glänzenden Lack, so eine Art Klavierlack, allerdings in Weiß. Das Einzige, was schade ist bei den Geräten, hier oben das iPhone. Da ist nämlich ein iPhone und iPod-Dock mit angebaut da oben, aber das ist im Preis nicht mit drin. Gut. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Also, zwei Lautsprecher, 25 Watt, Frequenzgang 50 Hertz bis 20.000 Kilohertz, sagt der Hersteller. So, das nehmen wir jetzt mal runter und jetzt schauen wir uns den Lautsprecher von vorn an. Und da sehen wir jetzt die Quellenauswahl. Und also eigentlich müsste ich hier gar nicht mehr viel erzählen, ich könnte einfach Musik hören jetzt. Also zwei Lautsprecher mit allen Verbindungskabeln, die wir brauchen. Die Verbindungskabel zwischen den Lautsprechern ist sogar ein relativ hochwertiges. Dann Anschluss für Auxiliareingang, denn ich habe jetzt einen externen Eingang verwendet, kann ich Ihnen übrigens zeigen, der ist hier hinten. Da oben dran, da kommt also der externe Eingang drauf. Wenn ich nicht von meinem iPhone, iPod etwas machen will, dann habe ich noch einen Subwoofer-Ausgang und Netzkabel und sowas, brauchen wir eigentlich nicht drüber reden. Schön, je nachdem, was man für eine Einrichtung hat. Also hier dieses Weiß würde bei mir zum Beispiel recht gut passen und muss ich mir eigentlich mehr überlegen. Aber ich höre erstmal noch ein bisschen Musik und Sie können ja dann selbst entscheiden, was Sie haben wollen.